Also damit herzlich willkommen zu Part 12 von Elden Ring, von meinem Let's Play. Wir haben gerade eine außerordentliche Patchwartung in BDO und dementsprechend dachte ich, ich nutze die Zeit und mache hier weiter. Ja, wir haben soweit alle Wege abgeklappert. Es gibt eigentlich keinen einzigen Weg mehr, in den wir hineingehen können. Wir haben wirklich die ganze Welt entdeckt. Wir haben Radahn gewontappt, wir haben Godric gewontappt, wir haben bei Renala ein bisschen gebraucht, wir haben Rikard mehr oder weniger gewontappt, also... Das Spiel ist doch nicht so anstrengend, wie man eigentlich gedacht hat. Wir sind jetzt in der Hauptstadt angekommen hier, ne, und da will ich einmal komplett außen rumlaufen und gucken, was es so hier gibt. Wir fangen hier unten in der Ecke an, würde ich sagen. Und dementsprechend, let's go. Ehrlich gesagt, dachte ich... Gucken ein bisschen... Salam. Und danach gucken wir was wir noch so basieren können. Ja. Ja, also eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich die nächsten zwei Wochen eine kleine Elden Ring Pause einlege. Wegen dem Patch, der heute im Video kommt. Oh, was ist das? Achso, ne. Aber... Es gibt zwei Mauern, okay. Aber jetzt bei sowas Außerordentliches, wo... Video einfach entschlossen hat, bis 16 Uhr Patch zu machen, kann man halt natürlich wieder der Sucht hier weitergehen. Ist nicht so, dass ich keinen Bock auf Elden Ring hätte. Ich habe sehr wohl Bock auf Elden Ring, aber man muss Prioritäten setzen. Man muss Prioritäten setzen, ne? Jetzt heute Debo Ring Release. Mann, beruhig dich. Okay, niedere Erdenbaum. Oh, das ist. Oh. Hä? Das sieht. Normalerweise sieht das aus, als wäre das hier so eine Heiligträne. Was ist das denn? Siegel der goldenen Ordnung. Was ist das denn? Ist das ein Talisman? Siegel der goldenen Ordnung. Was ist das? Achso, ein Glaubeding. Verstärkt Anrufungen der Fundamentalisten. Hm. Okay. Golden Tausendfüßler. Was ist hier passiert? Wir haben ja auch noch diese neue Waffe von Radahn. Das sind seine Waffen. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich die da wirklich spielen will. Ich habe die einfach mal upgradet. Ich bin ja immer noch auf dem Trip, dass ich eine Katana spielen möchte. Kann man was mit den Bäumen machen? Baum. Hätte eigentlich schon Bock auf eine Katana, aber das Ding ist so, ich hoffe ja immer noch, dass ich so eine Katana finde, die komplett auf Geschicklichkeit skaliert. Das noch einer. Okay. Gut, da unten. Wir könnten natürlich nochmal nach unten gehen, aber ich weiß nicht, ob ich da unten einfach so überlebe. Also da hinten unten. Da war so ein unsichtbarer Skarabäus. Den will ich natürlich auch haben. Ist das ein Boss? Woher kommt der Boss einfach her, Digga? Warum? Und dann noch mit der neuen Waffe. Leben, Monstrum. Okay, testen wir es mal. Ich bin echt eingeschmolzen, Leute. Eingerostet. Vor allem mit neuen Waffen auch noch.
Ah, falsches Timing. Ja, den habe ich kaum gesehen. Ich bin ja komplett eingerostet, Leute. Was soll ich sagen? Gestern einen streamfreien Tag gehabt. Kann er mal gestaggert werden jetzt langsam? Boah, das war gutes Timing. Da ist er gestaggert worden. So, immer Sprungangriff into Sprungangriff. Bang, bang. Bang, bang. So. Goldene Saat, lul. Nicer, dicer. Riesenbrecher. Ist das der andere Hammer, den wir, der, wo ich meinte, den Joke gebracht habe, dein Penis versus der Penis, über den du dir keine Sorgen machen musst, von ihrem Ex-Freund. So, der hier, das ist euer Penis, mäßig. Ist das der? Oh mein Gott, das ist der, ne? Und der Penis von ihrem besten Freund, über den du dir keine Sorgen machen musst. Digga, ich hab den Hammer gefunden einfach. Hier ist der, Digga. Riesige Person voraus. Unrecht voraus. Ey, der Hammer ist natürlich der... Der skaliert auf... Stärke 60? Der wiegt 26,5 Kilo. Also ich sag ganz ehrlich, ne? Also wenn ich in zwei Händen halte, dann habe ich die Stärke. Dann brauche ich ja weniger Stärke. Dann brauche ich ja deutlich weniger. Also der Hammer ist natürlich... Also das Ding wäre schon... Also das Ding wäre schon... Boah, also... Not gonna lie. Ich glaube, ich werde bei dem bleiben. Einfach beide Hämmer nehmen. In einer hat. Nee, das wäre, glaube ich, zu viel. Also, dafür. Das könnte ich auch gar nicht tragen. Ich würde dann nur Fat Rolls machen. Der eine Hammer wiegt ja auch schon irgendwie 15 Kilo oder so. Das geht nicht. Ach, da komme ich runter. Okay. Dann lass uns einmal kurz hier runtergehen, weil da unten war so ein unsichtbarer Dascarabeus. Den meine ich. Den holen wir uns. Das war das Bonfire, wo wir eben angefangen haben. Ne, ich werde erstmal alles zwischen diesen beiden Mauern entdecken, bevor wir da reingehen. So, der Skarabius, wo geht der entlang? Der muss doch hier durchgehen, oder? Boah, was für ein Timing dieser Wakayashi, Digga. Leute. Wir als Wakas Community was? Sind uns einig. Nee. Du bist so ein starker Typ. Ja, ich doch nicht, Leute. Einfach ein Wahnsinn. Ich doch nicht. Ach, ich doch nicht, Leute. Sein wie du und jede Frau. Nee, ich bin nur. Nee, Wakayashi, wir wollen ein Kind von dir. Ja, okay, tamam, lass machen, komm. Ich bin ein bescheidener Typ, ne? Also ich habe einfach nur gut geübt, Leute. Und jeder, der so gut übt wie ich, der wird irgendwann so gut sein wie ich. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ich bin ein bescheidener Mensch, ne? Also hier. Zeit für dies rechts. Let's go. Hallo, Chardash, moin. noch ein Bonfire hier unten. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Da kommt gar nichts mehr raus, Digga. So. Ich hoffe, da kommt bald ein Boss, der dich so richtig nimmt. Okay. Hm. Ja, bestimmt kommt da noch ein Boss. Bestimmt kommt da noch ein Boss. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Ah, wusste ich. Das sah schon so aus. Also, das sah schon sehr danach aus, als wäre das ein unsichtbarer. Ruhe, mein Lieber. Schmiedestein 5.
Hörst du wohl auf? Klangperle, das ist gut. Klangperle ist richtig gut. Damit, jetzt wo wir wissen, was wir damit machen können, finde ich das richtig gut, dass wir das finden. Also die Klingen finde ich auch ziemlich nice. Also diese schwunghafte gefällt mir richtig gut. Hat so etwas Schnittiges. Das sieht aus wie eine unsichtbare Wand. Das sieht aus wie eine unsichtbare Wand. Lul. Von da kommen wir, glaube ich. Darunter sind wir gegangen. Gucken wir nochmal ganz kurz hier oben. Oh ja. Eine goldene Rune. So, dann da ist die unsichtbare Wand gewesen. Okay, ich glaube, es geht in Richtung unsichtbare Wand weiter. Oh ja. Hier stehen aber keine Nachrichten mehr. Das irritiert mich ein bisschen. Ach, das war knapp. So, mal gucken, was haben wir hier. Da unten leuchtet was. Wollen wir in die Richtung? Ne, wir wollen in die Richtung. Schmiedestein 5. Okay, nehme ich mit. Ja, danke. Dann rollen wir mal hier runter. Dann rollen wir da runter. So, jetzt sind wieder Texte. Tür voraus. Ja, das sieht so aus. Höhle voraus. Jo. Okay. Was haben wir Texte? Geheimgang voraus. Versteck voraus. Digga, wieso sind hier so viele Geheimgänge? Ui, Memo, wo gehen wir denn jetzt hier lang? Da ist eine Leiter ganz nach unten. Okay. Da sind Gegner links von mir. Oh, da unter mir ist auch ein Gegner. Den sieht man ja gar nicht. Dann haben wir diesen Baumstamm hier in die Richtung. Aber ich würde gerne den Loot nehmen da. Da sind zwei Gegner. Einer direkt unter mir. Einer dort hinten. Ich glaube, ich würde auf dem geraden Stück da, auf dem ebenen Stück arbeiten. So, tot. Nächster. Tot, nächster. Jetzt kommt mal her. Komm mal zu Papi. Ja. Okay. 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 So. Alle tot? Alle tot. Dann können wir in Ruhe hier rüber klettern. Goldene. Oh, da ist noch ein Gegner vor uns. Ich sehe ihn. Ciao. Was macht dieses Gas überhaupt? Das ist immer so Nebel, ne? Damit er mich irritiert. So ein Gott wäre dann. Oh, was hast du hier? Gib mal her. Oh, Steinschallschlüssel. Kann man nie genug haben. Und dann wieder zurück. Und jetzt können wir dort hinten mal weitermachen, bevor wir runtergehen. Oh, das. Hä? Wie sollen wir den denn aufbrechen? Da unten, damit wir den aufbrechen können, brauchen wir einen Riesengolem. Ah. Ah, guck mal, was haben wir da unten? Guck mal, da und den habe ich wie. Ja, der muss wahrscheinlich da reinrädern. Den werden wir auch da reinrädern lassen, aber wir gucken erstmal vorher hier. Wir gehen erstmal rein, gucken ein bisschen. Sagen, Salam alaikum, alaikum salam. Oh, sie dürfen nicht, oh, sie dürfen nicht. Ja, und wie kriege ich dann den Loot dann? Schlanke Person voraus benötigt. Und ich habe dieses fette Kostüm an. Okay, wir könnten hier runterspringen. Aber bevor wir das machen, gehen wir erstmal hin. Weil da ist die Leiter. Das heißt, ich komme hier im Zweifel wieder hoch irgendwie. Ne? Also, wir gehen da runter.
Ja, mach auf. Ach, das Ding ist schon offen. Okay, dann bist du jetzt tot. Dann nehme ich dich auseinander jetzt. Schmiedestein 6 dreimal, wow. Tschüssi, Kowski. So, okay. Was ist da? Was versteckst du hier noch? Kein Vertrat von aus. Dunkelschmiedestein 5. Okay. Okay, da haben wir hier alles eingesammelt, was wir hier einsammeln konnten. Hallo Mandy. Warum aber Fatboy-Kostüm, Cosplay? Keine Ahnung, Bro. Ich bin einfach so... overleveled, ne? Ich merke, dass ich overleveled bin. Dieses Kostüm ist halt eigentlich für so Glaube-Kostüm wichtig, glaube ich. Der macht irgendwie mehr... Digga, mein Gott. Der macht ein bisschen mehr so Weisheit, glaube ich, oder Glaube oder Arkane Energie, keine Ahnung. Und dadurch habe ich deutlich weniger Defensives, ne? Ich habe davor immer so eine Schuppenrüstung getragen. Das ist so die beste Rüstung eigentlich, so die ich bis dato habe. Und wenn ich damit gehittet werde, dann passiert da gar nichts. So, dann, so, keine Ahnung. Also, und damit es ein bisschen, damit ich ein bisschen schwieriger habe, dachte ich mir, komm, ziehst du mal wenigstens sowas an, spielst mal ohne Schild, ich komme mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und yalla. Ja. Na, aber wir sind halt schon sehr overleveled inzwischen. Aber vielleicht bin ich auch nur für dieses Gebiet hier noch overlevelt. Mal gucken. Also ich kann mich noch erinnern, in Dark Souls zum Beispiel gab es damals... In Dark Souls gab es damals so ein Level, wonach man sich richten konnte. So ein bisschen, sag ich mal. waren es 120. Arschloch. 120 waren es, glaube ich, damals. Und ich bin jetzt irgendwie 101 auf dem... Ich bin jetzt Level 101 auf dem Charakter, oder? 104 sogar. Also, ja, also in Dark Souls gab es so ein Level. Ich muss aber auch sagen, das ist mir auch aufgefallen, so in Dark Souls hatte das Level nicht so einen krassen Impact wie in Elden Ring. So, allein wenn wir uns zurückerinnern, als ich den ersten Baumwächter da getötet habe, ne? Wie lange ich da gebraucht habe und wie krass OP er mir vorkam. Und jetzt inzwischen so, keine Ahnung, ist es halt so turbo easy inzwischen, weil das Level einfach so reinkickt. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass dadurch der Schwierigkeitsgrad abgenommen hat. Vorsicht vor. Hoch, Vogel. Was labert der? Was für ein Vogel? Okay. Gut, umschauen. Golden Room 9. Ja, also ich finde auf jeden Fall schade, dass das Level hier so krass skaliert. Kein verborgener Pfad voraus. Lügner voraus. Erstens wagt es nicht. Verborgener Pfad voraus. Okay. Aber ich muss auch sagen, zusätzlich, ne, ich bekomme übel Lust auf so ein Dark Souls Marathon. Schwacher Feind voraus. Die Statue von Marika ist aktiv. Oh, der ist neu.
Okay. Der ist echt easy. Der wird halt auch komplett gestaggert von meinen Waffen, ne? Onyx First. Ja, Onyx First Großschwert. Sag mal her, was ist denn das? Onyx First Großschwert. D. Wir wollen einfach umbringen! Aber dann! Wisst ihr, was dann passiert, Jungs? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben gewonnen! Ja. Was haben wir da? Was sagt er immer? Material voraus. Okay, wir können hier den Ausgang nehmen, aber wir können noch weiter runtergehen. Elden Ring voraus. Wo sind wir denn hier? Lul? Okay. Das war interesting. Das ist unglaublich voraus. Vorsicht vor Lügner. Lügner voraus. Okay. Heiliger Turm von West Astos. Links. Herr Frost benötigt sozusagen wahrscheinlich Schlange. Was zur Hölle ist das hier? Das ist der heilige Turm. Das ist der heilige Turm von diesem Gebiet. Ah, das ist der von Rikard. Das ist der Westaltus Ufer, dies das, wo wir letztens noch gerätselt haben. Das ist der Turm. Und wir können hier schon reingehen, weil wir Rikard getötet haben. Im August, am 20. kommt Black Myth Wukong raus. Soll auch ein Souls-like-Game sein. Ah, der Stil, vielleicht kennst du. Haben wir schon längst angeguckt, Mandy. Das ist schon auf dem Schirm. Das Spiel ist schon auf dem Schirm und das wird natürlich auch ebenfalls gesuchtet. Hätte ich nur dies. Kein Spring voraus. Letztes Mal ganz so dran. Also, das Black Myth Wukong ist schon seit letztes Jahr ein Thema bei mir. Oder sogar seit 2 Jahren. Ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal diesen Trailer geguckt hatten. Das ist Rikards Seele. Rikards große Rune. Was macht die denn? Godrics Rune gibt mehr Attribute. Rikards Rune gibt regeneriert LP beim Besiegen von Gegnern. Klingt interessant. Erhöht maximale LP, FP und Ausdauer von Radan. Und das von Renala gibt uns diese Dings hier, Fähigkeit. Diese Dings Fähigkeit. Dass wir respecken können. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich auf diesen Hammer gehe. Bis wir uns eine neue Katana gesucht haben. Falls wir auf den Riesenhammer gehen, müssen wir natürlich respecken.
Weil der braucht 60 Stärke und ich habe halt sehr viel in Ausdauer und Leben reingesockelt. Ich glaube, die Ausdauer werden wir brauchen, also die Kondition werden wir brauchen, weil dieser Hammer deutlich mehr wiegt. Oder wir tragen halt eine Billigrüstung. Also die Schuppenrüstung kann ich damit dann vielleicht nicht tragen. Was auch okay wäre. Kommt da noch was? Warte mal, ich muss mal wieder zurück. Ich brauche die Ordnung, ich brauche die Struktur. So, da haben wir angefangen. Okay. Dann entdecken wir jetzt komplett dieses ganze Gebiet einmal außenrum. Das ist die äußere Mauer, das ist die innere Mauer, bevor wir hier reingehen. Von da konnten wir nicht rein, das heißt, wir müssen wahrscheinlich sowieso bis dahin laufen und von dort aus reingehen. Oder hier durch das Haupttor hier. Eins von beiden. Keine Ahnung wegen Schwierigkeit, das Game kriegt nochmal einen ordentlichen Difficulty-Anstieg, in dem du noch nicht bist. Ich hoffe, dass es nochmal ein bisschen anstrengender wird. Weil ich habe es ehrlich gesagt genossen, auch mal so ein bisschen härtere Fights zu haben. Ne, ich muss sagen, der fette Götterskalpe, den ich besiegt habe, um diese Rüstung zu bekommen, der war schon ekelhaft, muss ich sagen, aber auch machbar. So ein bisschen Übung und so. Der Death Counter fehlt. Ich pack mal kurz den Death Counter mit rein. Bin auch gerade gespannt, wie viele Tode ich schon bis jetzt gesehen habe. 186. Ja. Warum ist der Kips denn an? Was will der von mir? Okay, der ist hart. Geht. Es blutet. Wenn es blutet, dann kann es auch sterben. Was? Bro. Ach, come on. Ausdauer. Noch ein Schlag. Oh. Einfach gierig sein. Gargoyle Großaxt. Das sieht aus, als wäre das eine interessante Waffe. Da.
24er Stärke, 8 Geschicklichkeit, CE-Skalierung. Sag mal, wie sieht das aus? Na, viel zu klein. Viel zu klein. Viel zu klein. Viel zu klein. Okay. Wir durchsuchen weiter. Hier kommt gleich ein NPC, habe ich auf der Karte gesehen. Hier oben. Da ist ein goldener Saatbaum. Da ist ein NPC. Das ist der Finger-NPC, ne? Oh, zweimal goldene Saat. Tschüss. Okay, dann können wir den 13. Part holen. So, wieder Finger im Po. Bitte, kann ich sie lesen? Ja, gönn dir deine Finger. Hier, komm. Die Finger, denen ich diente, prophezeiten einst. Ein Befleckter wird eines Tages Eldenfürst und stellt die goldene Ordnung wieder her. Ihr habt es doch auch gesehen, oder? Das Gold, das den Himmel umhüllt. Der große Baum, der die Lichtsäulen hervorbringt. O Befleckter, eilt zum Fuße des Baums. Und was euch auch begegnen mag, die Finger werden euch gewiss den Weg weisen. So. Das ist der Haupteingang. Ich denke mal, das wird eine Sackgasse sein. Das sieht schon aus wie eine Sackgasse hier. Ich denke, der wahre Eingang ist hier. Okay, ein paar Billigmonster. Da oben ist noch ein Dings hier. Ein Skarabäus. One man must die. Balamogulis. Verlorene Kriegsasche. Hä? Das ist alles. Na gut, ich habe ja schon erwartet, dass wir hier nicht weiterkommen. Aber jetzt, nichtsdestotrotz, fehlt uns dieser Skarabäus. Das ist so ein Skarabäus, der sich immer wegteleportiert. Habe ich den nicht eben gehört? Sehr Toshiro.
Nervt auch ein bisschen, dass es jetzt bis 16 Uhr verlängert wurde. Aber wir haben eine gute Ablenkung gerade. Wo ist der unsichtbare Skarabäus hin? Na gut, Jucker. Da oben ist ein Oger. Luft aufgelöst? Hat sich dein Kollege gerade in Luft aufgelöst, mein Lieber? Passiert den Besten, ne, Leute? Passiert den Besten. Das hätte uns allen passieren können, Leute. Okay. Wir holen uns die Runen zurück. Dann sind wir eigentlich soweit hier durch, ne? Also. Ja, also wir können ihn mal töten. Der macht einen interessanten Eindruck auf mich. Also als würde er etwas verbergen oder so. Als würde er irgendwas... Ah, der Skarabäus ist da hinten wieder. Ich sehe ihn. Aber erstmal machen wir den weg jetzt hier. Komm. Erstmal Dache. Wenn er so schnell reagiert, nervt mich das so heftig, ne? Tausend Runen. So, diesen Skarabäus da hinten. Seht ihr den? Ich muss den irgendwie one-tappen. Boah, wie kriege ich den da runtergeholt? Ich weiß halt nicht, wo er sich hinteleportiert. Beep, 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 beep.
Ist okay, Leute, ja, ist okay. Ist okay. Ich komme wieder, wenn ich mal irgendwie auf Geschicklichkeit gelevelt bin und dann gebe ich ihm einen fetten Bogen in die Fresse und dann hole ich mir den One-Shot. So, wir wollen jetzt aber weiter die Nordseite von dieser von dem Zwischenmauerbereich entdecken. Hallo Noisy. Es ist so cool, guten Elden Ring-Spielern zuzugucken. Bei dir ist aber auch okay. Warte, oh, falscher Knopf. Hier als Wackers Community sind uns einig. Du bist so ein starker Typ. Diese Muskeln, diese Intelligenz, einfach ein Wahnsinnsmann. Jeder Typ will so sein wie du und jede Frau begehrt dich nur. Wakayashi, wir wollen ein Kind von dir. Danke, Tolga. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Die zweite Verteidigung von Leyndell, das grausame Mal, türmt die Leichen der Herren, Helden bis in den Himmel, doch der Erdenbaum wankt nicht. Der Erdenbaum wankt nicht. Oh, Controller ist leer. Controller ist leer. 98 Milliarden kostet Tethering in Korea-Markt. Ja, der wird noch auf 99 gehen, I guess. So, oh, ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt zum. Na, das sind diese Skelette, ne? Scheiß auf die. Die können nichts. Ihr könnt nichts. Ihr seid nicht mal ein Hieb meiner Waffe wert. Ihr niederen Wesen. Ist golden. Gnadenimitator. Hm. Oh, da ist noch Loot. Heilig Fett mit Kordel. Oh, da ist ein Dings hier. Schmiedestein 5. Wow. Oh, NPC. Wer da? Ein Kunde? Schau, lange nicht gesehen. Ja. Nö, wird. Eine Notiz mit wichtiger Information. Unter der Hauptstadt. Muss ich mir gleich mal durchlesen. Hose der Gefährten. Prophetenhose. Robe der Oberschicht. Prophetenrobe. Kein Talent. Edler Großschild. 32er Stärke. Wow. Nehme ich mit. Fackel der Wache. Ja, nehmen wir die Runenbogen mal mit. Das könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Die Pfeile brauche ich nicht. Dankeschön. Danke, Mister. Da ist ein Esel. Und von da oben sind wir nach unten gekommen. Und dann. Wir gehen erstmal jetzt rein. Gucken ein bisschen. Sagen Salam alaikum, Salam. Und dann gucken wir, was wir noch so rasieren können. Was war das für ein Geräusch? Ach, diese komische Skelett. Ach, dieser Skelettkopf, ne? Gegen den habe ich schon mal gekämpft, ey. Echt nerviges Ding, Digga. Wir gehen erstmal rein. Gucken ein bisschen, sagen Salam alaikum. Und danach gucken wir, was wir dann noch so rasieren können. Ja, finde ich gut. Was zur Hölle ist das da unten? Naja. Niedere Wesen. Alles niedere Wesen. Alles niedere Wesen. Es ist schon sehr spannend, was es noch so hier verborgen gibt. Das Ding ist, Leute, manchmal habe ich überlegt, so, ne,
auch vor allem nach den Diskussionen, die wir jetzt hier in den letzten Elden Ring Streams geführt haben, habe ich überlegt, so, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich nicht... Wäre es vielleicht besser gewesen... Oh, warte mal, da hatten wir nicht einen Eldenbaum da irgendwo? Hier ist doch irgendwo ein Elden-Tree. Da. Hier. Da wollen wir hin. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich nicht jeden Stein umgedreht hätte, der mir über den Weg gelaufen wäre. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch mich zu krass overlevelt habe, weil ich halt jeden Stein umgedreht habe. Ich habe ja nicht mal wirklich gegrindet oder gelevelt so aktiv. Das ist ja eher indirekt gekommen. Weil ich halt einfach jeden Stein umgedreht habe und immer alle Bosse besiegt habe, die mir über den Weg gelaufen sind. Selbst den Unsichtbaren, ne? Überleg mal, selbst den Unsichtbaren haben wir gekillt. So. Das war normal bei First Run. Was bist du gerade für Level? 104. 104 bin ich gerade. Einfach nächster Run, Soul Level 1, dann passt es. Ab wann kann man wieder Video zocken? 16 Uhr. Hallo Fayuki, grüß dich. Komm her, ein Tod ist dazu eben gekommen. 187. Ich hoffe, die Zahl bleibt auch erstmal eine lange Zeit bestehen. Ja, ich glaube, ich töte erstmal die Kleinen alle. Ist das Todes oder was ist das? Das ist Todes. Er macht Todes. Oh. So, mein Lieber. Deine Army ist tot. Jetzt bist du dran. Das ist doch nicht der Boss! Das ist doch nicht der Boss! Was ist das für ein Müllhaufen? Gibt's nicht einen Boss immer so? So einen Avatar oder so? Gesprungene Zweigtrainer. Das war's? Das war's? Das ist alles? Das ist alles gewesen? Boah, also... Hoppala. Aber wieso stehen hier so viele Texte? Mal gucken. Hoch voraus. Komm, verarsch jemand anderen. Verarsch jemand anderen. Da war so ein Bogenschütze, ne? So ein Riese. Da ist er. Er schießt auf mich. Da sind zwei. Fuck it. Ja. Digga!
Digga, kannst du mal aufhören? Kannst du mal aufhören, Bro? Bro. Oh, okay. Gut, wir töten ihn jetzt mal. Da ist nämlich noch ein Riese. Der nächste Riese kommt auch. Hä? Du hast doch gerade auf dem Weg. Komm doch her jetzt. Aslok. Aslok, komm her. Aslok. Komm her. Oh, der ist tanky. Mann, ich hab gedodged. Digga, kannst du mal chillen? Ist er so tanky? Runter mit dir! Tot oder was? Tot. Siehst du uns, vielen Dank für den Resub im 44 Monat. Mit Tier 3. Yeah, boy! Vielen Dank für den Spot. Dankeschön. Danke, Siehst du uns. Sehr großzügig. Gestank. Dieser stinkende Gestank, der stinkt. Server sind online? Okay. Gut, dann lasst mich nochmal kurz. Also den will ich nicht töten. Das sieht irgendwie böse aus. Das wird jetzt, glaube ich, zu viel Zeit kosten. Lass mich mal ganz kurz hier runterschauen. Da war noch so ein Winddings hier, so ein Windhose. Ich hoffe, da ist irgendwo ein Ort der Gnade, damit man hier wieder anfangen kann. Hallo? Hallo? Bin ich noch da? Ich bin noch im Stream, ne? Mich seht ihr, ne? Ich bin noch da, ne? Das Spiel ist aber abgestürzt. Also irgendwie, als hätte BDO irgendwie Bock, jetzt unbedingt gespielt zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Ja gut, dann war eine kurze Session, nur eine Stunde gerade mal, aber immerhin haben wir den ganzen, oder fast das Gebiet zwischen den beiden Mauern entdeckt. Wir müssen dann nochmal runtergehen, da ist ja noch so ein Dungeon, haben wir gerade gesehen, da war noch so ein Mausoleum, habe ich von oben gesehen und da ist noch dieser komische Baumwächter wieder und der beschützt irgendwie einen Boss, der dahinter steht. Und mal gucken, wie das so wird. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit Part 13. Tschüssi.